PlayerUnknown's Battlegrounds. Ne? Für Leute, die das nicht kennen. Ihr Untermenschen. Guckt doch mal auch bei uns. Also guckt nochmal weiter hier im Kanal. Checkt ihn weiter ab. Nicht nur Starbound, sondern auch Pupke. Ich glaube, das werden sehr viele Leute machen. Ja. Davon gehe ich aus. Deshalb mache ich das ja. Deshalb verkaufe ich mir meine Seele. Dafür steht. Oh, was haben wir denn hier? Ja. Yeah. Gab einen HP-Boost. Lebt eigentlich meine Kreatur hinten noch? Bestimmt. Und wenn du nicht gestorben bist, dann tötet sie noch heute. Okay, ich dachte schon. Hallo, lebst du noch? Oh, da ist er, der hässliche Kratz. Natürlich verkriecht sich diese Kreatur wieder. Das heißt, das Ding bringt einen Scheiß. Doch, es hat gerade eben Leute umgebracht. Es kommt immer wieder, wenn Gegner kommen. Und so lange ist es da drinnen? Ja. Okay. Weil am Anfang, wo ich es reingesetzt habe, lief es die ganze Zeit hier draußen rum. Ja, und nach einer Zeit geht es dann rein. Ich habe doch gehört, wie es ein paar Tiere umgebracht hat. Die sind sogar abgehauen, habe ich gesehen, wie die abgehauen sind. Schwör. Wir müssen so ein Ding ständig vor unserem Keller aufstellen. Wieso? Ach so, ja. Oder wir bauen den Keller einfach so, dass da keiner reinkommt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Nein, wir haben ja schon die Überwachungskameras, aber das schreckt die Leute nicht ab. Sie kommen trotzdem rein. Ja, vielleicht sollten wir auch eine Tür einbauen. Nein. Machen das mit dem Tier. Hier ist jeder willkommen. Außer das Tier sagt nein. Also wenn du nicht auf der Gästeliste stehst, hau lieber ab. Dann hast du verkackt. Wir würden ja gerne, aber das Haustier sagt nein. Aber ich muss mir wieder die Nase putzen, das Problem ist, ich bin gerade auf dem Asteroiden und suche nach Treibstoff. Und wenn ich jetzt kurz die Hände vom Tastatur nehme, habe ich Angst, dass ich sterbe. Du suchst was? Treibstoff? Ja, ich bin gerade, ich tue gerade Treibstoff abbauen und will hier nicht rausgehen, solange ich noch verfolgt werde quasi, ne? Verständlich. Spooky, spooky Skeleton, nananananana. Ha, ich bin Meisterschütze. Okay. Aber zu blöd, um mal durch die Tür zu gehen. Ja. Aber ein Meisterschütze. Okay. Yay! Gift! Alter, es gibt so viel Essen, was wir hier machen können. Essen? Ja. So viel Neues ja, einfach. Ja, und ich habe ja jetzt die Augen ja im Kühlschrank. Schätze mal, was damit machen willst. Bah. Angebaut werden sie schon, glaube ich. Ich habe ja einen Samen habe ich schon gehabt. Ich glaube, ich habe genügend Fuel. Fuel habe ich denn? Das ist ja hier. Oh, 232 ist schlecht. HP Boost. So. War es jetzt eigentlich auf so einem Planeten? Mit der Hitze? Ja, keine gute Idee. Du bist schnell tot. Was brauchen wir denn dafür überhaupt? Welches Upgrade?
das eins der beiden Upgrades, Heating oder Cooling Upgrade. Ich weiß nicht, ob das Cooling Upgrade für kalte Sachen ist oder ob das Heating kühlt. EPP. This upgrade adds heat generation to your EPP. Useful on dangerous cold planets. Ja, das heißt, wir brauchen okay. Das Cooling Upgrade. Es wäre nur interessant, was wir dafür alles brauchen. Und dazu brauchen wir ein Heating Upgrade. Okay, das heißt, wir bauen zuerst das Heating Upgrade, bevor wir das Cooling Upgrade nehmen. Okay. Genau. Dazu haben wir diese Radiation EPP, das haben wir ja schon. Ja. Du hast die Battery und wir brauchen Scorched Core. Ja, und diesen Core kriegt man irgendwie nur von Lebewesen, den droppen irgendwelche Lebewesen. Ich glaube. Ich meine, es wären auch so Tiere, die so quasi auf Flammen schießen könnten. Ich glaube, das brauchen wir. Ich dachte, wir müssen auf so Feuerplaneten erstmal. Aber ich glaube, das kriegt man auch bei diesen Temperate Stars hin. Ich suche jetzt gleich mal. Ich habe jetzt mehr Treibstoff geholt, damit ich jetzt ein bisschen fahren kann. Fahren mit der Autobahn. Zum Glück gibt es ja Wikipedia. Ja, aber ich habe ja auch danach geguckt. Das glaubst du, warum ich hier bin? Tempel, bitte. Da. Vom Fire. Flofalo, was auch immer das für eine Kreatur ist. Also, wir müssen, glaube ich, echt auf diese temperierten. Ja. Dinger. Was brauchen wir noch dafür? Die Batterie. Batterien hast du gemacht, ne? Yo. Und wir brauchen nochmal Durasteel. Wie gesagt, ich habe alles verbaut. Ich hatte noch was in der Kiste, Durasteel. Hast du das auch schon alles verbraucht? 7 Stück hatte ich gehabt vorne aus der Kiste. Ich weiß nicht, ob du danach noch was reingepackt hast. Ja, habe ich. Oh, nee, dann habe ich es noch nicht gebraucht. Und benutzt das jetzt aber nicht alles. Nein, mache ich jetzt nicht. Ich kann zu so einem temperierten Ding. Ich fliege gerade zu so einem temperierten Ding hin. Okay, dann komme ich mal rüber. Vielleicht solltest du nicht, wir sollten mit dem, unsichtlich mit dem Sprit umgehen. Ja. Spooky Skeleton. Du siehst ja gerade noch nicht mal, dass du da hinfliegst. Oh, wir sind schon da. Ja. It's du direkt am Looten, ne? Ist es so klar? Ich habe nur 2 Kisten kaputt geschossen. Wasser. Hier ist ganz, ganz viel Wasser. Ja, ich weiß. Bist du auch ganz viel Wasser? Ocean Planet, aber vielleicht haben wir hier irgendwelche Tiere. Das weiß ich. Lass uns auf jeden Fall hier zusammengehen, würde ich sagen, oder? Wir beide auch. Ja, ja, ja. So, die Pflanzen kaputt schießen macht was, weil es gibt dann diese Bandages, ja, also Plant Fire. Ja. Wie lange können wir eigentlich hier tauchen? Ganz tief. Ich bleib mal in der Nähe der Oberfläche. Hier ist Land. Oh fuck! Hört sich nicht so gut an. Es ist interessant, was hier für Viecher rumfliegen. Auch interessant, auf was für ein Planeten ich hier bin. Also, unten am Boden, was da für Viecher rumlaufen. Man, deutsche Sprache, schwere Sprachen, besonders wenn man. Bananen.
Nimm mal mit. Bananen, krasser Scheiß. Hier oben fliegen so eine Art Bienen rum. Wenn du zu nah rankommst, dann bleiben die in der Luft stehen, drehen sich wie so ein Bohrer und fliegen dann auf dich drauf. Cool. Ja, fand ich nicht. Schon. Lol. Was denn? Oh, ist nur interessant, wie man die Viecher hier umrennt. Gibt es eigentlich Unterwasserstädte? Ja. Als ob. Ich bin auf jeden Fall gerade bei Unterwassertempel. Das ist also Ruinen gerade hier nur. Nur Ruinen, wo ein paar Vasen sind. Hätte ich das keine Angst, ich loot. Ja, keine Angst, ich loot es nicht. Nein. Ich loote hier nur ein paar Vasen. Nix, keine Kisten oder kannst so. Kannst du doch machen. Ja, ich sind hier keine, das ist das Ding. Ich find's hier nur Vasen. Ich finde das so geil, dass diese Lupe, ne? Dass sie mega viel ja. Licht spendet. Ja. Lol. Ist jetzt auch Ohr unten? Ja. Passen, Fische sind böse. Ja, aber bist du vor mir? Das finde ich nicht okay. Das, wenn ich was finde, hast du schon nichts gefunden. Hey, wir dachten, wir machen das hier gemeinsam. Ja, machen wir doch. Nein. Nicht, wenn du schon vorher alles lootest. Hey, bleib schön hier. Ja, ich warte hier. Ja, bleib stehen. Merk das, wenn du nicht weiter, wenn du weitergehst. Oh. Ja, vor allem diese Algen, ich glaube, die bringen auch diese Bandagen, oder? Nein, irgendwas anderes. Wenn du Fische bringst, gibt es auch rohen Fisch. Warte. Du wartest ja gar nicht. Doch. Nein. Doch. Ich soll doch direkt passieren. Boah, hier hast du warst hier schon gelootet, ich sehe Pixel. Hä? Ohne Scheiß, ich weiß nicht wie. Du hast hier Tiere wahrscheinlich, ne? Ich habe gar keine Tiere getötet. Oder Vasen kaputt geschlagen. Ich habe noch keine Vasen bis jetzt gesehen. Hör auf zu Alter, du bist einfach locker mega weit hinten nur. Ja, und ich sehe hier Pixel rumliegen, ich habe schon Pixel gesammelt. Hör auf zu lügen. Da unten bist du. Ja, ja, schon wieder hier Pixel. Ja, Pixel. Ja, keine Ahnung, wie die da hinkommen. Ja, keine Ahnung, wie die. Da schon wieder Pixel. Nein. Lol. Was hab ich denn jetzt eigentlich? Oh, ein Seashell Schild. Rain und Water.
Schon wieder Pixel. Warum liegen die eigentlich die ganze Zeit Pixel rum? Was weiß ich. Ja, ja, als Mario. War da schon heute. Hat schon alles gelootet. Ich muss auf jeden Fall erstmal den Vorsprung hier noch was gewaltig aufholen. Ja, ja. Ich dachte, wir gehen gemeinsam. Ja, gut. Du bist hier unten voll am Sprinten. Hängst du mich da voll ab? Ist auch Sprinten. Willst ja nicht. Gehst du wieder hoch? Nein. Sind oben, willst du oben wieder aufholen oder was? Nein. Nein. So ist das. Ich dachte, wir gehen gemeinsam, aber nein, du musst ja wieder. Oh, hier ist. Weißt du noch, wir wollten mich die Tiere eigentlich töten, ne, für Scorch Course, ne? Ja, aber hier ist ja nichts. Ja. Hast du es ja voll in die Scheiße geführt. Ja. Finde ich gar nicht gut von mir. Hallo. Oh, ich habe Bikini Bottom gefunden. Eine einzelne Insel. Mit einem Baum. Hier, einfach ganz kurz bei mir Map ändern. Oh, ein Haus, geil. Oh. Ganz oben? Ja. Cool. Ich bin gerade in der Höhle drin. Die füllt sich jetzt langsam über mir mit Wasser. Ich glaube, ich zerstöre hier gerade ein Ökosystem. Egal. Ich habe diesen Floran aus dem Leben gerettet. Hast du eh nicht. Hast du lügen. Doch, habe ich. Er war nämlich zu blöd, um eine Kreatur anzugreifen. Ich habe immer einen Zauberstab. Hey. Geil. Ich schieß Flammen. Was? Hast du jetzt gerade bekommen, ja, oder? Fick dich. Ab und zu mal ein bisschen an die Oberfläche. Schadet nie. Nee, ich gehe lieber in die Höhle und tue gerade ein ganzes Ökosystem unter Wasser setzen. Okay. Ich meine, sie hatten direkten Zugang zum Ozean und der fühlt sich jetzt langsam hier rein, während ich hier weiter grabe. Hier ist ganz viel Silber. Hier ist auch so eine kleine.